Guten Morgen, ich reise im Unimog mit meinem Hund Carla kreuz und quer durch Südamerika. Wir starten in Uruguay, fahren dann weiter Argentinien, Chile, Paraguay, Bolivien, Peru, Kolumbien, Ecuador und dann durch den Amazonas nach Brasilien. Wenn möglich Französisch-Guyana und Suriname. So alle 10 bis 14 Tage werde ich ein paar Filme einstellen. Mit Infos über Land, Leute und was mir so einfällt und passiert. Nun möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken, die mir in Deutschland geholfen haben bei den Reisevorbereitungen. Und jetzt in Deutschland und mir jetzt in Deutschland zur Seite stehen. An erster Stelle Kohli, meine Schwester, dann Uwe, mein ehemaliger Nachbar, Bernd, in Fachkreisen Strippe genannt, Heinz und Conny und Max. Meine neuen Nachbarn Jürgen und Kai. Und nicht zu vergessen das Ehepaar Manik aus Drösig mit ihrer Mannschaft, die den Unimog auf Vordermann gebracht haben. Nun einiges zu Uruguay. Es grenzt an Brasilien und Argentinien. Das Land ist ungefähr halb so groß wie Deutschland, hat ca. 3,5 Millionen Einwohner. Ungefähr die Hälfte davon lebt in Montevideo. Unendliche Weiten und ca. 660 Kilometer einsame Strände und ein entschleunigtes Leben werde ich versuchen, euch rüberzubringen. Starten werde ich in Colonia de Sacramento.